Yo, Freunde, was geht ab? Heute starten wir eine neue Expedition. Bisher haben wir ja die unterschiedlichsten Tunnel und Bunker uns angeschaut, aber heute wird es etwas anders, denn ich habe seltsame Erdlöcher gefunden. Und was es damit auf sich hat, möchte ich heute herausfinden. Da die Löcher ziemlich klein sind, wird hier unser Expeditionsfahrzeug für heute der SCX-1:24 sein. Mit Knete habe ich auf der Motorhaube einfach die GoPro befestigt. Machen wir den mal kurz an. Lichtkit hat er ja bereits verbaut. Wenn wir die Fernsteuerung einschalten, leuchten auch oben die Scheinwerfer. Ich denke mal, das Licht wird ausreichen, aber falls es nicht ausreichen sollte, nehme ich hier nochmal diese Lampe mit. Klettband habe ich schon befestigt und im Fall der Fälle kann ich die hier einfach so dann festmachen. Hinten an dem Fahrzeug werde ich noch ein Sicherungsseil befestigen. Falls wir mit dem Auto nicht mehr rauskommen sollten, kann ich es einfach rausziehen. Ansonsten verbinde ich auch mein Smartphone mit der GoPro. Das bedeutet, ich werde beim Reincrawlen direkt beobachten können, was sich darin befindet. Bevor wir gleich rausgehen, mache ich nochmal einen kurzen Test. Und ich gucke mal, ob der Ford Bronco hier überhaupt mit der GoPro ordentlich fahren kann. Denn für das kleine Fahrzeug ist die GoPro schon ein großes Gewicht. Auf die Plätze, fertig, los! Wow! Wow! Alter! Jetzt kann er einfach ein Video rückwärts. Okay, ich denke, wir sind gut vorbereitet. Gehen wir raus. Wir sind im Busch angekommen. Amy ist auch mit dabei. Hi Leute. Zerbersus ist leider nicht mit dabei. Aber am Montag kommt er wieder. Also er ist wieder gesund. Alles gut. Und so sieht es hier aus. Also da befindet sich ein Eingang. Hier vorne ist ein Eingang. Da ist auch nochmal so ein Erdloch. Und da hinten geht es auch noch weiter. Ich mache jetzt das Fahrzeugstart klar. Und dann werden wir mal als erstes in dieses schöne Loch hier fahren. Und ich bin gespannt, was wir entdecken werden. Die Kamera ist verbunden. Und wenn ich die Aufnahme jetzt starte, toll! Die Vorschau ist während der Aufnahme gar nicht verfügbar. Das ist ja super! Naja, fahren wir jetzt einfach mal so auf gut Glück rein und ich hoffe, er stürzt jetzt nicht ab. Schatz, du sollst doch auf Spannung halten, Mann! Mann, ey, gerade eben noch gesagt, halt das auf jeden Fall auf Spannung, damit der ja nicht abstürzt. Da kann ich voll ausrasten. Mensch, immer hat man es hier mit Amateuren zu tun, ey, das kann nicht wahr sein. So, jetzt crawlen wir aber echt rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Der war auch Spannung, ich schwöre. Komm, mach jetzt so, dass der gerade steht. Ach man, ist ja schon beschwerlich am Anfang. Ich rutsche auch gleich rein. Also gut crawlen tut er auf jeden Fall schon mal nett. Ja, der hat voll das Gewicht vorne dran halt. Oh, warte. Jetzt ist er drin, ne? Ja. Jawohl, er ist drin. Wir sind jetzt gerade mal am Eingang und ich schätze mal, das reicht mit dem Licht nicht aus. Das bedeutet, ich hole das Fahrzeug nochmal raus und dann befestige ich meine Lampe da dran. Gucken wir mal, ob wir das problemlos rausbekommen. Vorsicht, nicht, dass die Kamera hängen bleibt. Und ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch nicht gut aus! Ist ja nicht so, dass wir vorne schon übelst Übergewicht haben. Machen wir noch hier jetzt die Lampe dran, damit er gar nicht mehr fährt. Okay, und ich setze ihn mal unten jetzt selbst rein. Der fällt gleich runter. Ich sehe, dass er gleich runterfällt. So, jetzt halt auf Spannung. Okay, ich crawl langsam rein. Und jawohl, wir sind voll drin. Aber das Gute ist, ich kann die Aufnahme hier einfach abbrechen. Und dann sehe ich ja, was sich darin befindet. Und Alter, was ist das für ein Bau? Okay, fahren wir mal ein bisschen weiter. Ist halt echt blöd, dass ich jetzt im Moment nichts sehen kann, aber ich mache einfach ein paar Schritte nach vorne und dann gucken wir mal, wie es weiterhin da drin aussehen wird. So, wie es aussieht, können wir dann nicht mehr weiterfahren. Also echt keine Ahnung, ob das mal ein Bunker war oder ein Häuschen oder so. Aber was ich sagen kann ist, dass das Ding komplett zugeschüttet ist hier.
Gut, Freunde, das erste Loch ist abgearbeitet, war ein bisschen beschwerlich. Wir machen sofort weiter mit dem nächsten Loch. Dabei handelt es sich um dieses hier. Hier sieht der Eingang richtig schön aus. Ich werde nochmal den Ast da vorne entfernen, damit wir hier auch ja nicht behindert werden. Falls euch solche Expeditionen gefallen, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid. Wir fahren rein. Ob das was wird, ich weiß es nicht. Wir gehen einfach rein und versuchen unser Bestes. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt müssen wir nach rechts einlenken. Wow, da kommen ein paar Mücken raus. Jetzt solltet ihr auf jeden Fall schon erkennen können, was sich hinter der Kurve befindet. Wie viele Mücken da rauskommen. Ich fahre nochmal ein Stückchen rückwärts und lenke richtig ein, so dass ihr eine gute Sicht habt. So sollte es, denke ich mal, passen. Wie es aussieht, haben wir da auf der linken Seite eine Wurzel. Ich versuche jetzt mal vorsichtig an der vorbei zu crawlen. Ich hoffe, das wird gut gehen. Aber normal sollte das Auto da durchpassen. Ich hoffe, ich werde auch nicht die Verbindung verlieren. Aber wie es aussieht, geht es da schon ein Stückchen weiter. Hab's gerade auf dem Display kontrolliert. Ich würde sagen, wir fahren noch mal ein Stückchen weiter. Das ist jetzt echt blöd, dass ich nicht sehe, wo ich hinfahre, sondern ich muss echt so nach Gefühl einfach ein bisschen crawlen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob ich noch weiter vorankomme. Aber ihr seht es ja. Wie es aussieht, steckt der Crawler fest. Ich gebe jetzt mal Rückwärtsgang. Amy zieht an der Leine ein bisschen und dann gucken wir mal, ob wir den rausbekommen. Also auf der rechten Seite kommen wir so mit dem Setup nicht weiter. Es ist auf jeden Fall richtig spannend, finde ich. Ich glaube, ich muss eine FPV-Kamera auch auf dieses Auto bauen, denn die ist nämlich nur so klein und dann sehe ich ganz genau, wo ich lang fahre, so in Echtzeit halt. Aber so wie es aktuell ist, das System, ist es etwas umständlich. Was wir aber jetzt noch machen können, ist uns die linke Seite anzuschauen. Ich versuche mal langsam rein zu crawlen. Es ist halt echt schwierig, weil der so ein Übergewicht hat auf der einen Seite, auf der Front. Und er kippt schon wieder um, das gibt's doch nicht, Mann! Okay, Freunde, wir sind drin. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen besser laufen. Kannst du den noch sehen? Und crawl ich weiter? Oh Mann! Warte kurz. Ist jetzt auch umgekippt? Wir haben ein Problem. Wir haben den fast nicht mehr rausbekommen, ey. Also, wir haben vorne viel zu viel Übergewicht. Deswegen muss ich das ein bisschen ausgleichen. Ich habe hier mal einen Stein gefunden. Und ich denke, ich kann hier irgendwie da reinbasteln. Einfach so da drauflegen. Oh, das wird schwierig. Vielleicht lege ich den Stein aufs Dach, befestige den da irgendwie. Schaut euch das an. Also das Gegengewicht ist jetzt auf dem Dach befestigt. Ob er jetzt besser fahren wird, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich mal ausprobieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er abstürzen wird oder nicht. Und... Ach Mann, ey, das gibt's doch nicht. Irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dadurch, dass der Stein so weit oben ist, kippt er jetzt gefühlt noch leichter nach vorne. Nehmen wir uns das nächste Loch vor. Ich denke mal, hier wird es einfacher sein, reinzufahren. Nicht so viele Kurven und so. Und da könnten wir uns einen besseren Eindruck der Unterwelt verschaffen. Das Ganze ist natürlich leichter gesagt als getan. Mal gucken, wie weit wir kommen werden. Und oh nein, Mann, ey, der kippt einfach ohne Ende um. Der hat auch in dem Gelände, glaube ich, ohne Gewicht gar keine Chance. Aber egal, ich versuche den mal ein bisschen reinzukriegen. Damit wir wenigstens überhaupt was sehen können. Also Freunde, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss zugeben, so macht das nicht allzu viel Sinn. Das ist für den kleinen Crawler einfach viel zu heftig. Bevor ich da jetzt aber ein FPV-System reinklatsche, möchte ich herausfinden, ob der hier in dem Gelände überhaupt klarkommt. Ohne zusätzliches Gewicht oder sonst was. Kleiner Crawler, zeig mir, was du drauf hast. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der überhaupt hier in dem Gelände klarkommt. Also wir haben da einen etwas größeren Ast und... Ja, Ast würde ich das nicht mal nennen, das ist einfach nur ein Stock. Ja, mit ein bisschen Anlauf kommt er schon durch.
Ansonsten schafft er es jetzt da hochzukommen. Ist jetzt wirklich nichts Wildes. Aber das sieht doch ganz gut aus. Nichtsdestotrotz, wenn da jetzt so ganz kleine dünne Äste oder sowas auf den Weg kommen, die machen dem schon das Leben schwer. Schaut euch das an. Der kommt einfach jetzt nicht mehr weiter. Jawohl, jetzt hat er es geschafft. Aber ist halt echt nicht so geil, draußen in der Natur im Wald mit dem kleinen Crawler hier unterwegs zu sein. Oh oh. Ich musste leider feststellen, so wie ich mir das vorgestellt habe, mit dem kleinen Crawler in die kleinen Löcher reinzucrawlen, funktioniert nicht. Mit dem größeren Crawler funktioniert das auch nicht, weil die Löcher einfach zu klein dafür sind. Nichtsdestotrotz hatten wir heute unseren Spaß. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten. Was sagst du dazu? Ich schließe mich dir an. Mit was schließt du mich mir? Was? Mit allem, was du gesagt hast. Ja, okay. Da saß eine Fliege auf deiner Nase. Da saß eine Fliege auf deiner Nase, ey. Gut, Freunde, hier kann ich noch zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace.